Also gut, wir brauchen eben ein Medikit, also warum auch immer wir hier noch zwei haben. Lass uns nochmal zwei bauen. Und auch zwei. Dann sagen wir vier Laserpistolen. Satellit. Unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Jawohl. Wir haben nicht genug Geld. Wir haben echt zu viel Geld. Ich dachte, wir hätten gerade 300 bekommen. Wofür habe ich das alles ausgegeben? Ob wir auf dem Schwarzmarkt unsere eigenen Waffen verkaufen können. Schade. Leider nicht. Ah, früher ging das mal. Das ist echt nicht. Wir haben so wenig davon. 15, das lohnt halt eigentlich nicht. Hat das hier auch funktioniert? Ah, hier. Ja gut, müssen wir wohl noch ein UFO abschießen. So wenig Geld. Das ist echt ärgerlich. Das Einzige oder ein Kraftwerk halt. Ah, das zählt als Werkstatt. Okay, da müsste ich mir überlegen, wo ich das dann nachher hinbaue. Naja, gut, ich lasse jetzt mal die Zeit laufen. In der Hoffnung, dass eine Mission kommt, die Geld bringt. Gelandetes UFO. Tja, gehen wir hin. Sie hier bekommt jetzt also ein Medipack. Ah, hier gibt es die Infos. Basisschaden 1 bis 3. Kritik 3 bis 5. Was hat 1 bis 2? Gut, Laserpistole ausgerüstet. Das gilt für alle. Jetzt müssen wir noch mal gucken, haben wir sie eigentlich dabei? Ja, sollten wir machen, glaube ich. Nikola, ja. Genau, die Willenskraft ist bei ihr nicht so gut. Aber ich glaube, es passt so.
haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Und immer nur zu viert. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Es ist äußerst schlecht zu sehen, wo wir hier eigentlich sind. Ich würde sagen, wir lassen ihn hier mal richtig in Deckung gehen. Wir haben ja überall nur halbe Deckung. Ach so, jetzt sind die auch weg. Verstehe. Weil er die jetzt nicht mehr sieht. Ja, so mit der Deckung auch noch warten können. Oh, merke ich mir fürs nächste Mal. So, der Meldcontainer ist in die Richtung und wir müssen versuchen, den da zu flankieren. Ausgerechnet er hier. Oh, das ist echt super riskant, ja. Aber ich meine, er könnte hier hinrennen und den da umbringen. Ich probiere es. Bei der Feldposten, shit. Nein. Na. Er soll den angreifen. Das hat halt einfach mal 3 Hitpoints gekostet. Ja. Das ist schon ärgerlich. Bin unterwegs. So, hier können wir aber wechseln auf Pistole. Ich kann nicht genau sagen, ob das die Laserpistole ist. Und dann haben wir hier nochmal eine 48% Chance. Na, das war die normale Pistole. Er oder sie heilt sich.
Upsi. Oh nein. Sie umgehen mich. Wie krass. Okay, aber ich kann zwei von denen sicherlich umbringen. Der hier war auf Feldposten. Ich probiere es mit dem. Aber der ist wiederum nicht aktiv. Also ich muss erst auf einen anderen schießen, damit es nicht eine Zeiteinheit kostet. Oh, und ich mache nur zwei Schaden. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Handgranate funktioniert. Und wie gesagt, der ist auf Feldposten, ne? Der ist so sehen, dass wir. Nee. Ich probier's. Wofür haben wir die Raketen schon weg? Dabei, meine ich. Okay, wen hat sie hier als Ziel? Nur die beiden. So, Waffe wechseln, Moment. Okay, ich nehme den hier. Shit. Ziel steht noch. Eine Rauchgranate wäre jetzt, glaube ich, ganz gut. Kriegen wir nicht so weit geworfen. Bestätige. Möglicherweise von hier aus. Dampf unterwegs. So, und er hier hat jetzt noch zwei Züge und kann nämlich hier hingehen. Und von dort aus nochmal auf einen schießen. Aber möglicherweise ist es besser, mit der Pistole zu schießen. Prozent auf den. Ja, machen wir. Ah, oh, macht nur einen Schaden. Nachzuurteilen, würde ich sagen, die Aliens haben diese Einheit entwickelt, um damit einzelne Ziele zu verfolgen und zu isolieren. CTF. Außerdem scheint sie über ein hochentwickeltes Ausweichsystem zu verfügen. Von diesen Tentakeln sollten wir uns wohl besser fernhalten. Das wird jetzt meine vierte Mission oder so. Und die kommen hier mit Tarntentakeln? Schön, dass einer davon überlebt.
nicht weit genug werfen. Ich würde hier sogar auf Feldposten gehen. Ich weiß nicht, eigentlich will ich nicht noch dicht daran. Deckung ist, glaube ich, ganz gut. Hat nur eine 90% Chance. Okay, das können wir echt knicken. Kann sie aber... Ja, sie kann nicht mal dahin gehen und den jetzt heilen. Es bleibt bei 19. Wahrscheinlich sitzt er auch in dem Rauch. Oh nein, treff doch. Verflucht, Ziel verfehlt. Verflucht, Ziel verfehlt. Stranguliert. Oh, krass. Aber er macht nur 2 Schaden zum Glück. Prozent macht bis zu 5 Schaden. Bis zu, na, also kann auch weniger sein. Ey, treff. Oh. Verdammt. Komm, wenn man mal einen Sniper. Na, also. Wir müssen, das reicht immer noch nicht, um nach vorne zu gehen und den Typen zu... Aber er kann zurückrennen. Nee, kann er nicht. Er kommt nur bis hier. Wenn er nochmal stranguliert wird von dem anderen, dann ist es vorbei. Wir können auf Feldposten für ihn gehen. Aber dann mit Schrotflinte. Und hier genauso Feldposten, glaube ich. Das ist echt unsere beste Chance von hier hinten. Panik kann auch manchmal gut sein. Wenn er trifft. Nächstes Mal kriege ich ihn. Mir geht's gut. Pass auf die Seiten auf. Das Ärgerliche ist, ich kann immer noch nicht dicht daran, um den zu heilen. Und jetzt hat er überhaupt keinen Bewegungsradius mehr. Das heißt, wir haben auch keine Rauchgranate mehr. Einmal schießen kann ich noch. Versuchen, dich daran zu gehen. Gehen wir direkt drunter? Ich glaube nicht. Natürlich, nee, ach nee, Splittergranate macht, glaube ich, auch nur 3 Schaden, ja. Ich habe nur eine 50% Chance. Muss ich nehmen. Negativ. Waffe leer. Sie hat kein Schussfeld, na prima. Prozent Chance. Scheiße.
Oh Mann. Verstanden, Commander.